Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video heute und einem neuen kleinen Guide und einer kleinen neuen Information. Ich koppel das heute ein bisschen und zwar seht ihr heute, hoffentlich ist es passiert, das erste Mal ein Video auf meinem Kanal mit 60 FPS und das ist eine kleine Premiere, denn ich habe es endlich geschafft, nach sehr langer Zeit jetzt, ihr habt mir das ja ermöglicht, die Elgato mal auch wirklich zum Laufen zu bringen mit einem Spiel, habe es mit Guild Wars 2 geschafft und wenn ich jetzt 60 FPS habe, kann ich auch so rendern, aufnehmen, entsprechend dann auch die Videos in so einer Qualität hochbringen. Ich hoffe, dass das jetzt auch auf Einzelspiele ein bisschen so ja kopierbar ist, die ich jetzt wieder anfange. Alles läuft ja bei mir über einen Rechner, der ist also ziemlich ausgelastet, aber wir versuchen das mal hier zu leisten. Auf jeden Fall geht es aber heute nicht nur um diese kleine Information, sondern auch um einen kleinen Guide. Und ihr wisst ja alle, vor einem Jahr ungefähr habe ich schon mal ein Video gemacht, und zwar zu dem Guide oder zu dem Thema mit dem Gebräu. Die Sammlung hieß Kloster Eltwins Bräu des Monatsverein. Dem sind wir also vor 12 Monaten ungefähr beigetreten und haben seitdem jeden Monat, sobald wir eine große Stadt betreten haben, ein Gebräu bekommen. Das ging los mit Himmelsbräu über Drachengepolter und so weiter und so fort, bis hin heute zum Steinheiler Starkbier. Heute schließen wir die Sammlung also ab und ich werde euch daran teilhaben, was wir dafür bekommen. Ganz kurz nochmal zur Wiederholung. Beginnen kann man diese Sammlung, wenn man hier mit dem guten Herrn spricht, mit dem Braumeister Dash, der befindet sich im Königental, einfach auf der Map in dem Kloster, das Kloster Eltwin, das findet ihr in der Mitte der Karte und hier einfach mal auf die, ja, auf diesen, na, wie heißt es, auf diesen Händler-Tab gehen. Hier irgendwo müsste es dann eine Sammlung geben, eine Freischaltungsoption für 10 Gold ungefähr, ich glaube so viel kostete die, und dann könnt ihr euch im Notfall auch noch die Biersorten nachkaufen, falls ihr das eben löscht. Allerdings haben wir nichts davon vergessen, wir haben also alle getrunken und wir trinken jetzt das letzte. Wir gucken nochmal ganz kurz, wir bekommen also hier einmal 3 AP-Punkte, also Achievement-Punkte und den Titel Kunstvoll gebraut und ein Kloster Eltwins VIP-Paket. Eine Sammlung, okay. Wir gucken einfach mal, was drin ist. Ich bin selbst überrascht, gespannt. Ob ich überrascht bin, das werden wir gleich sehen. Ich sortiere mal ganz kurz um, dann werdet ihr auch gleich gucken können, was ich kriege. Und wir machen auf und ja, müssen nochmal eine Truhe öffnen. Natürlich Truhe in der Truhe in der Truhe. Und bitte was? Achso, das ist gerade das Event, oder? Okay, wie auch immer, wir machen das Ding auf und wir kriegen einmal Braumeisters Rucksack-Kit. Das ist also dieser Rucksack, der auch versprochen wurde. Ja, ich sag mal so, hätte man auch einen Beruf dafür machen können. Ist auf jeden Fall einfach so ein Braumeister-Rücken. Hier sieht man die entsprechenden Krüge, Fässer. Wir haben die Destillerie und wir haben Hopfen und Weizen soll das sein. Ja, ich sag mal so, gibt Schöneres. Wir nehmen das Ding. Skin freigeschaltet, wir haben Braumeisters Fass, bringt diese Marke in eure Gildenhalle, um eine Deko zu bekommen. Das ist ganz einfach nur eine Fass-Deko, glaube ich zumindest, kann ich mir jetzt auch nicht wirklich angucken. Wir können das eigentlich noch machen, wir schauen uns das mal gleich noch an. Dann haben wir noch flüssiges Karma, bedeutet 6000 plus 6000 macht 12000 und wir haben einen Festverstärker. Was wir jetzt noch tun werden, natürlich, wir gehen einfach zur Dürdenarmee in die Gildenhalle. Nochmal der Hinweis, ihr könnt auch alle nach wie vor der Dürdenarmee beitreten, mich einfach im Spiel anschreiben. Und ich kann euch dann einladen und wir schauen uns einfach nochmal an, was denn jetzt ja dieses Gebräu uns bringt, dieses Fass uns bringt. Das bedeutet, wir müssten jetzt eigentlich da zum Gildendeko-Händler, zu dem gehen wir jetzt mal hin und schauen uns mal an, was der jetzt für uns hat. Wir gucken mal nach unten und hier haben wir Braumeisters Fass und das wird einfach nur ein Fass sein. Das haben wir jetzt freigeschaltet, gehen mal in die Übersicht, gehen hier auf... wo warst du mal auf Dekoration? War doch hier... Nee, das war nicht hier unten. Jetzt bin ich gerade ein bisschen überfragt, wo der Dekobereich war. Genau, hier war der Dekobereich. Und dann gucken wir einfach mal, gehen in den Dekomodus und wählen mal aus. Und zwar wählen wir uns das Fass aus und dann schauen wir uns das noch an. Und dann ist auch schon wieder dieser kleine Guide geschafft. Braumeisters Fass haben wir schon 7 Stück drinne. Und wir sehen, es ist einfach nur ein Fass. Mehr ist es nicht. Aber immerhin, man kann so also auch seine eigene Taverne ein bisschen gestalten und nach Möglichkeit eben auch ja ein bisschen einrichten, wenn man schon eine Taverne hat. Und ja, damit sind wir schon am Ende des Videos. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Einschalten, fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Wir sehen uns in dem nächsten Video. Bis dahin, Leute, und macht's gut.